Vor einiger Zeit bekam ich einen Anruf, so im Sommer, als Frau Riemerin noch im Urlaub war und unser Frank mit unserem David offensichtlich in der Vorbereitungsphase ziemlich oft abends unterwegs war. Und da rief mich jemand an und sagt, ja, der Ribery und der Alaba, die sind nachts immer unterwegs. Und so kann man das nicht machen als Profi. Dann hatte ich den Jupp Heynckes getroffen, habe ich gesagt, Jupp, könntest du mal mit dem Frank sprechen und ich nehme mir mal den David vor, wenn ich ihn treffe. Dann habe ich den David, hat der Jupp denn mit dem Frank gesprochen? David, habe ich ihn gefragt, du David, du, ich habe gehört, du bist ganz schön unterwegs mit dem Frank Ribery. Ja, wo? Ja, im Hugos und dann später im P1. Oh, das weiß ich ja gar nicht so genau. Und dann in seinem wienerischen Slang hat er gesagt, Herr Präsident, darüber muss ich noch denken. Am nächsten Tag habe ich ihn dann getroffen und habe gesagt, und David, hast du nachgedacht? Hat er gesagt, ja, Herr Präsident. Und ich war ganz gespannt, da sagt er, da muss der Ribery mit einem anderen Schwarzen unterwegs gewesen sein.